Sie sind hier, 29. August 2018, 16.51 Uhr, von Sport 1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern. Timo Werner soll RB Leipzig in die Europa League schießen. Urheberrecht Getty Images. Im Rückspiel der Europa League Playoffs gegen Luhansk hat RB Leipzig einen großen Hoffnungsträger, Timo Werner. RB-Coach Ralf Rangnick kündigt volle Offensive an. Nach dem 0:0 im Hinspiel der Europa League Playoffs gegen Zorya Luhansk ist RB Leipzig im Rückspiel am Donnerstag 18.30 Uhr im Live-Ticker und im exklusiven Livestream auf DAZN unter Zugzwang. Mindestens ein Treffer muss für die Sachsen her, um sicher in die Gruppenphase einzuziehen. Erstausstrahlung 22.30 Uhr im TV auf Sport 1. Den Mann dafür hat RB-Coach Ralf Rangnick schon im Kopf, Timo Werner. Der Nationalstürmer war im Hinspiel in der Ukraine zwar ein Aktivposten, brachte den Ball aber wie auch seine Offensivkollegen nicht über die Linie. Das soll sich nun im Rückspiel ändern. Die Europa League auf RZN, jetzt gratis Monat starten. Rangnick nimmt Druck von Werner zum Bundesliga-Auftakt gegen Dortmund, der mit 1:4, 1:3 daneben ging, brachte Rangnick den 22-Jährigen erst zur zweiten Halbzeit, sodass für Donnerstag noch genug Benzin im Tank sein müsste. Ich mache mir nicht viele Sorgen. Wir haben genug Spieler, die Tore schießen können, versuchte der Trainer auf der Pressekonferenz vor dem Europa League-Endspiel dagegen ein wenig den Druck von seinem Starstürmer zu nehmen. Wichtig ist, viele Chancen herauszuspielen und den Zufall zu erzwingen. Wir müssen Abprallende Bälle verwerten und so werden wir die Mannschaft auch aufstellen, dass möglichst viele Spieler auf Platz stehen, die Tore schießen wollen und können. Forsberg und Mukiele angeschlagen. In der Offensive kann Rangnick auf alle Leistungsträger zurückgreifen. Lediglich Emil Forsberg und Nordi Mukiele sind leicht angeschlagen, aber trotzdem einsatzfähig. Gänzlich verzichten muss RB nur auf den Uruguayer Marcelo Zaraki. Er hatte beim 0:0 vor einer Woche in der Ukraine seine dritte gelbe Karte im Wettbewerb gesehen und ist gesperrt. Sport 1 ist die Nummer 1 Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bergen. Mehr.